So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, doch, mein Test. Weil mir ist aufgefallen, irgendwie sind wir ein bisschen off. Wir sind da irgendwie bei 408 aufgehört. Haben, bei 408 aufgehört. Was gar keine durchsetzbare Zahl ist. Durch 16 teilbare Zahl ist. So. Ich meine, die letzten Aufnahmen von Creative Server Let's Play vor denen, die jetzt gekommen sind, waren ja schon eine ganze Weile her, fast ein halbes Jahr. Also Folge 392 ist schon ja, mehr als ein halbes Jahr her. Und ja, bei der Session, die ich damals gemacht hatte, da hatte ich irgendwie 56 Folgen mit einmal aufgenommen. Keine Ahnung, wie ich auf diese Zahl kam. Egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir gucken mal. Auf jeden Fall werde ich jetzt nochmal eine kleine 8-Folgen-Session machen. Denn dann kommen wir auch auf 416 Folgen. Das ist eine durch 16-bare Zahl. Warum? Egal. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Wir haben hier immer noch. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich meine letzten Aufnahmen jetzt durchguckt habe, dass da irgendwie bei einem Haus komische Sachen sind. Genau, ansonsten haben wir noch unser neues Haus, wo wir auch mal wieder weiterbauen können. Und dann haben wir immer noch diese Queries, wo ich nicht genau weiß, ob und wenn ja, vor allen Dingen, wie ich das implementiere. Vor allen Dingen, weil die Dinge auch wirklich HV brauchen, soweit ich weiß. Ja, gucken wir mal. Mein Test und dann legen wir einfach mal los. Und was mir auch noch eingefallen ist, was ich jetzt noch nicht auf die Liste geschrieben habe. Ich hatte euch ja letztens diese kleine Anlage gezeigt, mit der man auch ohne Technics-Mod ja, Rohstoffe generieren kann. Die war aber gar nicht perfekt. Die war erstmal nur so ausgedacht und einfach so hingeklatscht. Ich würde die gerne jetzt nochmal ein bisschen verfeinern. So. War das richtig? Ich hoffe. So, ah, genau, hier war ich ja letztens. Was auch immer ich hier gemacht habe. So, wird gerade natürlich dunkel. Dankeschön. So. Hallo. So. Und zwar, warum steht hier ein Baum? Der war doch letztens noch nicht hier, oder? Haben wir den eingepflanzt? Interessant. So. Obsidian. Gehen wir mal her. Gehen wir mal her. Gehen wir mal her. Gehen wir mal her. Und mir ist noch eine Sache aufgefallen, wo ich noch keinen Fix gefunden habe, aber die ich auch noch erwähnen möchte. Und zwar, ja, zeige ich euch ein bisschen, wie ich das Ding gebaut habe. Was brauchen wir noch? Wir wollen erstmal. So, wir brauchen erstmal hier ein bisschen was Schönes. So, da kommt das Wasser hin. Dann kommt am besten da ein Outbreaker hin und da ein Breaker hin. Nee, halt. Das ja. Das Glas war richtig. Der Breaker muss davor. Der hier ist falsch. Der kommt nämlich nach hier. Weil hier kommt das Lava runter. Und zwar genau hier. So, das ist erstmal unsere, ne, unsere Steingewinnung. Soweit erstmal klar. Jetzt haben wir, wenn wir natürlich nicht auf die Werkzeuge und die Werkzeuge brauchen einmal einen Hammer. Wo war die Schippe? Ach da. Und eine Schippe.
Das Schöne bei denen ist, da ist es egal, aus was die Materialien, aus was die Tools bestehen. Das Einfachste reicht aus. Also, wenn wir jetzt hier Diamanten abbauen wollen würden, da bräuchten wir, dann würde es wahrscheinlich mit einer Holzaxt nicht gehen, also mit einer Holzpickaxt, weil die ja auch kein Diamant abbauen kann. Aber ansonsten, dadurch, dass man Stein mit allem abbauen kann, auch mit Holzwerkzeugen, reichen ja auch Holzwerkzeuge, dadurch, dass der Block immer instant arbeitet. Du hast also nicht, dass er dadurch langsamer ist oder sowas, sondern es arbeitet trotzdem instant. So. Achso, hier die Dinger hier können auch mal weg. Dankeschön. So, da Löffel, da Hammer. Löffel, ja, nicht klar. So, jetzt können wir, by the way, auch da unten. Warum ist das schon wieder über Wasser? Ach, leck mich doch. Zum Glück macht das Wasser hier auf dem Server nichts kaputt. Soweit ich weiß. Pipes. Übrigens, was auch noch der Fall ist, ich meine, auf dem Server gibt es ja hier die Drops-Mod, die halt dafür sorgt, dass alles, was man abbaut, nicht direkt im Inventar landet, sondern erstmal abgebaut wird. Davon brauchen wir, keine Ahnung, zwei, glaube ich. Das heißt, die Blöcke, die abgebaut werden, droppen als Blöcke und müssen entsprechend, wo geht's denn da hin? Ja, egal. Müssen entsprechend eingefangen werden mit so einer Vakuum-Tube. Und die Vakuum-Tube zieht es dann raus. Wenn man die Drops-Mod nicht hat, dann braucht man diese Vakuum-Tube nicht, sondern schließt einfach direkt das Ding mit der Schippe ans Rohrsystem an. Ja, das heißt, dann wäre das Ding hier weg. Und das würde dann halt so aussehen. Also außer, dass hier wieder Glas ist, ne? Weil der das Ding zerkleinert, der zerkleinert ja nur. Aber der das quasi wegschippt, da verschwindet es dann ja tatsächlich. Und dementsprechend baut der das quasi, also schippt das dann weg. Also ist er auch der, wo die Pipe rankommt, weil das dann bei ihm rauskommt. Nur so. Noch als weitere Information. Eigentlich kannst du direkt da unten hin. So. Eben, kann direkt da hin. Das hier dürfte nicht stören, weil der hat hier, also das dient für ihn nur als Ausgang. Aber wie gesagt, der baut ja in dem Moment nichts mehr ab. Ergo. Oh, das ist das falsche Rohr. Ergo passiert da auch nichts. Das Rohr geht einfach nur ran, ohne dass irgendwas macht. Wir brauchen das hier. Vakuum, genau. Das Ding brauchen wir. So, die stellen wir ein auf. Achso. Ist ja die normale Vakuum-Tube, die kann man gar nicht einstellen. Sehr gut. So, und jetzt waren hier dran. Die beiden kommen direkt wieder ab. Hier war Sorting Pipe. Lol. Und hier war eine Sorting Pipe, ne? Genau. Ich glaube, der Sand hier dürfte zu viel werden. Verdammt. Na. So. Dann hatten wir. Das Ding einmal. Das Ding reicht aus. Dann brauchen wir hiervon ein paar. Wir brauchen ein. Ne, wo ist ein Not? Da ist ein Not. Wir brauchen eine Blinky Plant. Brauchen wir eine. Ne, weil man kann es auch mit zwei machen, aber da braucht man mehr Mese. Weil die Sache ist, du brauchst zwei von diesen Sorting Pipes, da brauchst du vier Fragmente pro Stück. Und du brauchst für diese Blinky Plant, für diese Adjustable Blinky Plant, brauchst du auch eine. Das heißt, wenn du hiervon zwei machst und hiervon eine, brauchst du genau 9 Splitter, was genau ein Kristall ist. Das heißt, so ist es am preiswertesten. Deswegen versuche ich das jetzt hier auch mit einer zu machen. Also noch ein bisschen Optimierung quasi. So, das heißt, das Ding braucht nämlich auch 2 Mesa-Kristalle. Deswegen die Anlage braucht ein bisschen Mesa. Nee, halt, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hier. So, genau. Und hier kommt dann die Kiste ran.
Bam. So, das war der grundlegende Aufbau. Mit der Ausnahme, das war zwei so Trash-Dinger hatten. Und die hatten wir jetzt eingestellt, dass erstmal alles nach weiß geht. Und hier erstmal alles nach weiß geht. Dann wird erstmal alles durchgeschliffen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Mesekon, um die ganze Anlage zu verbinden. Das Ding arbeitet über ein Not Gate. Ansonsten. Übrigens, wenn ihr hier ein Rohr ranmachen müsst, weil ihr keine Drops-Mod habt, könnt ihr das Ding auch hier unten hin platzieren. Der verbindet sich dann automatisch hoch, auch wenn ein Rohr dran ist. Also das geht auch. So. So. Eben. Und jetzt können wir darauf sogar die Blinky Plant draufklatschen einfach. Easy. Aha. Und schon arbeitet er. Jetzt war noch auf 0. Und so ist die Anlage an sich erstmal einsatzbereit. Ist doch alles nach weiß. Oh, was ist da drin? So, jetzt müssen wir warten, bis das erste Mal diese Flint kommt. Ich weiß, könnte ich mir auch als Admin geben, aber... Los. Super, jetzt wenn man auf Flint wartet man auf Flint. Und das Problem mit der Anlage ist, wie gesagt, so würde sie an sich jetzt schon laufen. Man muss dann halt nur hier irgendwann... Ich guck mal kurz, einmal Flint. Wenn man halt einmal Flint bekommen hat und dass die Anlage hier anfängt zu verstopfen, muss man das Flint denn hier wieder rausnehmen, also das landet dann irgendwann da drinne und verstopft die Anlage, weil der halt Flint nicht verarbeiten kann. Also jetzt musst du es dann einmal rausnehmen, kannst es dann hier nach Gelb packen und Gelb aktivieren. Jetzt wird quasi das Gelb, der Flint in den Mülleimer geworfen und der Kies geht einfach weiter. So, und hier hatten wir, dass wir quasi die beiden Sachen hier nicht an der Kiste haben wollen, sondern wir wollen, dass Kies wieder über Rot zurückgeht zum Grinder, also hier zum Sieb, und dass diese Shift Gravel, was wir überhaupt nicht verwenden können in der Anlage, das wird einfach über Gelb weggeschmissen, über die Tonne. Das heißt, ab jetzt kommen hier nur noch Rohstoffe rein. Das Problem bei der Anlage, so wie sie jetzt ist, sie funktioniert und so hatten wir sie auch letztens. Aber die Anlage hat ein paar Macken. Erstens, das Ding hier, wenn der hier auf voller Geschwindigkeit läuft, kann der mit der Zeit ja überlastet werden. Also heißt also, es werden hier immer mehr, irgendwann sind da nur 90 und dann fangen die ganzen Items hier drinnen vorne sich anzustauen und das Ding explodiert. Deswegen wäre meine Idee, dass man das Ding hier vorne umstellt. Und zwar hat das zwei Gründe. Wir nehmen Feuerstein hier unten raus und sagen stattdessen dafür, dass nach Gelb alles soll, außer Kies. Kies geht explizit nach Weiß. Ja? Damit kehren wir quasi die Logik um und sagen, alles was nicht Kies ist, soll weggeschmissen werden. Zum Beispiel halt Flint. Hat den Vorteil, wenn jetzt irgendjemand hier irgendwann mal irgendwas anderes reinmacht. Keine Ahnung. Dirt. Lässt er hier daneben einfach liegen. Bupp. Dann würde das Ding auch die Anlage verstopfen. Jetzt wird es einfach abgeführt. Und das ist der Clou dabei. Wenn das Ding hier irgendwann voll ist, wird alles, was hier nicht mehr reingeht, weil die Anlage damit belegt ist, wird das überflüssige Kies, was zu viel produziert wird, auch in den Müll umgeleitet. Davor war das nicht der Fall. Ne, jetzt haben wir quasi genau die gleiche Logik.
wie wir bei unserer Anlage haben. Hier haben wir genau das gleiche quasi. Wir sagen explizit, hier soll das Kies rein und aufgrund dessen alles kann alles andere weiter nach blau und aufgrund dessen kann auch, wenn hier bereits alles voll ist und Kies übrig bleibt, kann auch der Kies weiter zum nächsten und weiter zum nächsten, weiter zum nächsten. Genau das realisieren wir quasi hier auch, nur dass der nächste Schritt halt kein weiteres Sieb ist, sondern halt der Mülleimer. Klar, damit geht es dann halt verloren, aber es bringt zumindest nicht die Anlage in Bedrängnis. So, da haben wir quasi schon mal das hier überlistet. Das heißt, jetzt läuft der hier wirklich fehlerfrei. Egal, was da reinkommt, er kann es immer verarbeiten. Und selbst wenn er voll ist, wird der Rest einfach weggeschmissen. Nächste Problem ist die Kiste. Wenn man jetzt die Anlage wirklich nur so ab und zu nutzt, klar, kann man die Sachen immer wieder rausnehmen. Das Problem ist, die Anlage hat ja keinen Abschalter. Das heißt, die Anlage läuft wie immer. Ergo kann es natürlich auch mal sein, dass die Kiste voll ist. Jetzt könnte man natürlich anfangen, hier das Ding so umzubauen, ne, mit dem gleichen Schema, dass man sagt, Sachen sollen explizit nach weiß und alles andere kann dann in die Tonne. Dann bräuchte man aber hier zwei Rohre, die zur Kiste gehen, weil hier kann man nur 6 Sachen definieren. Es sind aber mehr als 6 Sachen, die hier rein können. Und deswegen gibt es hier eine andere Idee. Und zwar, dass man die Kiste, also, da muss ich erst ein bisschen wegmachen. Die Kiste kommt, also, Pipes haben wir gar nicht mehr. Okay, wir brauchen erstmal noch ein bisschen, mindestens eine Pipe brauchen wir noch. Und wir brauchen auch noch 2 Mülleimer. Haben wir leer gemacht? Haben wir nicht leer gemacht. So. Packen wir den Mülleimer nämlich hier hin. Kommt nach wie vor alles hier rein. Jetzt können wir aber den Trick verwenden, dass wir hier unten noch einen weiteren Mülleimer platzieren. Ne? Ein Mülleimer ist nicht teuer. Der kostet bloß 5 Eisen und ein bisschen Kunststoff. Also davon noch ein mehr zu haben, kostet nicht die Welt. Du hast aber den Vorteil, dass hier wird explizit das Shield Gravel rausgefiltert. Alles andere geht nach weiß. Sprich, also alles andere geht einfach in die Kiste, so wie es ja sein soll. Wenn die Kiste aber voll ist, dann biegt es hier den Mülleimer ab. So, damit haben wir auch das Problem gelöst. Natürlich kann man jetzt hier auch noch Danke dafür. Natürlich kann man da auch noch einen Doppelt-Chest draus machen, indem man hier hinten, deswegen habe ich jetzt hier gerade noch einen abgebaut, indem man da hinten noch eine Kiste hinmacht, da hat man eine Doppelkiste, I don't know. Also für die, die gerade nicht wissen, wie das geht, mit der Mod, die ich hier drauf habe, ist es nicht so wie bei Minecraft oder bei Mineclone, dass wenn du sie einfach hinstellst, sie sich automatisch verbindet, sondern du musst mit der Schleichtaste die Kiste hier anbauen, also mit Rechtsklick. Dann hast du daraus eine Doppelkiste. Da hast du auch mehr Platz. So, das kommt übrigens alles wieder da rein. Ah, kommt gerade der nächste Rohstoff. Sehr cool. So, das Problem, was wir jetzt noch haben. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass das Ding hier ab und zu volllaufen kann. Ne? Weil man sieht, angefangen hat es mit 0, jetzt ist es schon bei 11. Das heißt, das Ding wird irgendwann überfluten. Das Problem ist, die Items kommen nicht nur von hier, sondern auch von unserer Backfeed-Loop. Das heißt, wenn das Ding voll ist, könnt ihr auch hier drinnen die Items irgendwann stauen. Lösung, super einfach. Bam. Jetzt ist hier wieder genau das gleiche. Alles Kies, was hier rauskommt, geht da rein. Wenn das Ding irgendwann voll ist, gehen die Items aber einfach in den Mülleimer. Voilà. Können wir mal ganz kurz, ich kann mal ganz kurz hier mal die Anlage ab. Sicherlich ein bisschen auslasten. Gib mir mal hier ein bisschen Kies. So. Achso. Gut, den anderen Kies schmeißen wir besser einfach dahin. So, jetzt kommt ganz viel Kies. Ja. Und man merkt, alles was zu viel ist, geht automatisch in das Ding rein. Und jetzt müsste man hier auch sehen, solange wie das Ding voll ist, ab und zu, ne, weil wird er ab und zu ein bisschen weniger. Das heißt, jetzt der kann reingehen, voilà, der ist zu viel,
Ah, ja, okay, hat doch gereicht. Langweilig. Und ab und zu, voilà, hat man gerade gesehen, der geht runter. Weil der schon voll war. Und jetzt ist die Anlage, soweit ich weiß, nahezu vollkommen überlastungs-, also andersrum. Sie ist jetzt komplett überlastungssicher, aber nicht ausfallsicher. Warum? Naja, das Problem, was wir haben, ist, es ist mir tatsächlich, ich habe diese Anlage privat nachgebaut, da kamen ja jetzt auch die einzelnen Verbesserungsvorschläge, weil ich da ein bisschen mehr Hirnschmalz reingesteckt habe. Und da hatte ich einmal die Situation, ein einziges Mal, es ist also super selten, aber es kommt vor, dass du irgendwas brauchst, wo du durchgreifen kannst. Ich habe zum Beispiel einfach mit dem Fans gemacht. Geh nochmal her. Dann hat man halt sein normales Dia-Werkzeug oder was auch immer man für Werkzeug hat. Jetzt musst du hier eine Kiste, ein Ding abbauen, wenn es geht, wenn gerade keine Lava kommt. Ey. Und hier das Ding hinmachen. Warum? Naja, man sieht ja hier ab und zu ist Cobblestone. Und die Zeit, die der Cobblestone da ist, reicht leider aus, weil Wasser in der Nähe ist. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte, ne? Dass das passiert. Genau vor so einem Szenario stand ich einmal. Ich, ne, da hab ich in dem Moment nicht gesehen. Ich stand bei meiner Anlage so und wundere mich, warum mir nichts mehr passiert. Beide Dinger laufen, aber es passiert nichts mehr. Bin ich rumgegangen und habe vor Erschrecken festgestellt, da war das Ding hier noch weg. Da war da noch normales Glas. Wo ist das Glas hin? Egal, auf jeden Fall hier halt noch Glas. Deswegen habe ich es halt komplett gesehen. Ja, deswegen am besten auf einer Seite kein Glas hin machen, sondern irgendwas, wo man durchgreifen kann. Damit, wenn so etwas passieren sollte, man dann einfach mit einer Spitzhacke das Ding abbauen kann. Das Schöne ist, du kannst dahinter, also wenn du hier zu schnell abbaust, kannst du den Notebreaker da hinten zwar beschädigen, aber der ist wieder relativ schnell hingebaut. Also, ein bisschen vorsichtig muss man sein, aber man kann nicht viel Schaden anrichten. Gut, ich meine, hier ist Lava im Spiel, also muss man schon aufpassen, dass Lava hier nicht irgendwo hinfließen kann, wo es dann alles kaputt machen kann. Klar. Aber auf Lava musst du sowieso mal aufpassen. Aber wie gesagt, es kann hier auch ab und zu dieser moosige Kopfsteinpflaster entstehen. Ist mir bis jetzt nur einmal passiert, obwohl meine Testanlage 6 Stunden lief. Also ich würde sagen, es kommt eher selten vor, ne? Aber leider kommt es vor. Tada. Das Schöne ist, das kann die Anlage nicht kaputt machen, ne? Die Anlage steht jetzt einfach so. Es passiert also nichts weiter. Deswegen, also, die Anlage kann in keinem Zustand mehr überlastet werden. Sie kann aber halt im Falle von jetzt so ausfallen, ne, dass das halt nicht mehr produziert wird. Es ist also kein Schaden in dem Sinne. Du brauchst nur das Ding wegmachen und schon läuft wieder alles. Und das Schöne ist, selbst wenn beim Abbauen von dem Ding das Ding jetzt im Sauger landet, dadurch, dass wir das Ding hier umgeschalten haben, wird es einfach abgeführt. Genauso wie er auch ab und zu passieren kann, wobei ich das noch nicht hatte, das ist nur eine Theorie von mir, dass wenn du kein NotGate nutzt und die beide gleichzeitig arbeiten, dass dann teilweise der Hammer das Kies zu Sand verarbeiten kann, bevor er es abschüppt. Und dementsprechend könnte in so einem Fall, wenn du kein NotGate nutzt, hier auch mal Sand rauskommen. Und der würde dann hier auch abgeführt werden. Zur Not. Also das haben wir wieder Flint, der abgeführt wird. Yay. Das heißt, so wie die Anlage jetzt ist, ist sie perfekt. Hier wird nur explizit Kies durchgelassen. Alles andere geht in den Müll. Kies ist verarbeitet. Alles Mögliche kommt hier raus. Das gesiebte Kies kommt direkt in die Tonne. Das reine Kies wird wieder direkt zurückgeführt über Rot. Und alles andere geht in die Kiste. Und wenn die Kiste voll ist, geht's hier in den Mülleimer. Das ist, ja, die Anlage. Schön, klein, solide und geil. Ja, gut. Wie gesagt, ich hoffe mal, ihr mögt solche Videos. Ich habe da immer nicht so viel
Ne? Ich höre bei den Kommentaren immer, dass ich ein bisschen mehr zeigen soll und ein bisschen mehr experimentieren soll und alles mit Wasser fluten soll. Danke dafür. Sicherheitshalber erstmal hier Lava vernichten, bevor ich die vergieße. Ja, von daher. Also, ich habe eine langsame Spitzhacke. Geht ja gar nicht. Yay. Also, Wassermarsch. Wasser weg. Oh. Der ist immer noch am 7 hier. Oh, Diamant. Hm. Dankeschön. So, da war Sand, da war Sand, da war Sand, da war Sand. Also, die anderen beiden Sand habe ich weggeworfen. Oh, erstmal wieder hier. So. Zum Glück geht das Aufräumen in meinem Test immer ganz schnell. Tada! Also, wenn nie was gewesen wäre. Easy. Ja. Das wollte ich euch nur noch mal gezeigt haben. Genau. Nächste Folge geht es dann weiter mit ganz normal Let's Play. I guess. So. Von daher, bis dann.